Psychiater, habe 1965 mein Staatsexamen gemacht und bin, und das geht schon gleich über in die nächste Frage, wie meine erste psychiatrische Entwicklung war, weil das eng mit der DGSP verbunden ist. Ja. Sonst war dann viele Jahre lang von 1980 bis 2006 Direktor einer psychiatrischen Klinik in Kaufbeuren und bin jetzt seit langem Rentner, aber immer noch psychiatrisch tätig. Ich habe eine kleine Praxis in München, wo ich noch Patienten sehe und habe mich in letzter Zeit auch viel mit der nationalsozialistischen Vergangenheit der Psychiatrie auseinandergesetzt. Ich war schon immer schon während des Studiums an der Psychiatrie interessiert und bin dann im Januar 1967 in die Psychiatrie gekommen als junger Arzt am Max-Planck-Institut für Psychiatrie. Ich war voller großer Erwartungen und innerer Spannung, wie das sein würde. Und ich war zunächst enttäuscht. Also die Psychiatrie damals war sehr starr, sehr hierarchisch, alles organisiert, festgelegte Konzepte. Es war ja 67, da fing das ja schon an, dass man sehr kritisch dachte. Und ich fühlte mich gar nicht wohl und hatte dann das große Glück, dass ich dann 1968, 69 ein Stipendium bekam und nach London kam. Und da fing eigentlich meine wirkliche psychiatrische Auseinandersetzung an. Zwei Gründe haben mich damals, muss man sagen, auch zur DGSP geführt. Das eine war das Erleben der unglaublich aktiven und dynamischen Psychiatriereform in England, wo entgegen der Situation hier, wo alles starr und festgelegt war, dort alles hinterfragt wurde, selbstkritisch. Jeden Tag gab es neue Theorien, war eine ganz spannende Psychiatrie. Das hat mich sehr bewegt. Und der zweite konkrete Grund war, dass ich in London dann auch Menschen traf, die mich mit der deutschen Psychiatrie wieder näher brachten. Und das waren zwei Personen. Das war Christiane Herlin, die am selben Krankenhaus in der Abteilung von Douglas Bennett in der Tagklinik tätig war. Eine deutsche, jetzt noch sehr aktive, in der DGSP aktive, die viele DGSPler kennen sie, Beschäftigungstherapeutin. Und der zweite war Asmus Finsen, der auch eine Zeit lang an dem Krankenhaus, auch bei Douglas Bennett tätig war. Und über die erfuhr ich überhaupt erstmalig, was so in Deutschland irgendwo passierte. Und die führten mich auch, als ich dann 1970 nach Marburg kam, um mein neurologisches Jahr zu machen, das man damals machen musste, um Facharzt zu werden. Über die beiden begann ich dann Kontakt zu haben mit der etwas alternativen psychiatrischen Bewegung. Drei Dinge waren im Jahr 1970 für mich ganz wichtig. Das eine war, dass ich Erich Wolff, weiß nicht, ob Ihnen das noch ein Begriff ist, Erich Wolff war Oberarzt in Marburg, später ja in Professor für Sozialpsychiatrie in Hannover und war ein unglaublich eindrucksvoller Mensch. Er war so der Kontrast zu der englischen, pragmatischen Psychiatrie. Er war ganz stark von Frankreich, von Foucault, von Strukturalisten beeinflusst, philosophisch, anthropologisch orientiert. Und es war für mich ein Erlebnis, irgendwo diese andere, für mich bis dahin unbekannte Seite der Psychiatrie kennenzulernen. Das zweite wichtige Ereignis in Marburg war, dass auch über den Asmus Finsen ich da schon Kontakt mit kritischen Psychiatern hatte und im Frühjahr war eine Tagung der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie in Bad Nauheim und dort beschlossen viele von uns, wir treten in diesen Verein ein und versuchen unsere neuen Ideen, die wir hatten, in die offizielle deutsche Psychiatrie reinzubringen. Und wir sind dann auch da hingegangen, sind Mitglied geworden, haben dann auch bei einer Wahl einen fortschrittlichen Psychiater gewählt. Und wenige Wochen danach bekamen wir alle einen Brief, dass die Wahl ungültig war, dass man uns eigentlich nicht haben wollte. Und so entstand dann, glaube ich, auch das Gefühl, man muss ein Gegengewicht zu dieser etablierten Psychiatrie einrichten. Und so traf man sich dann in Mannheim
ich weiß nicht, es waren ungefähr, weiß nicht, 30, 40 Leute, die sich dann im Jahr 1970 in Mannheim trafen. Man nannte sich dann den Mannheimer Kreis und aus dem entstand ja auch dann die DGSP. Und das war für mich ein ganz wichtiges Erlebnis, einfach plötzlich Leute zu sehen, mit denen man ganz anders kommunizieren konnte, als man sonst in den Kliniken, in der etablierten Psychiatrie kommunizierte. Das war so mein, das war für mich ein großes Erlebnis an diesem Entstehungsgeschichte der DGSP, damals als junger und etwas schüchterner und unsicherer Arzt teilgenommen zu haben. Ja, das Gute war, dass man in diesen Kreisen, in diesem Kreis alles diskutieren konnte. Das war was Neues. Ja. In der Universität, ich bin dann nach München gegangen, Universität, das war auch recht spannend, aber das war alles sehr strukturiert, sehr festgelegt, was man sagen konnte. Es wurde wahnsinnig polarisiert. Wer kritisch war, war schon der Gegner. Während im Mannheimer Kreis und der DGSP konnte man sämtliche Meinungen diskutieren, lebendig und offen. Und das natürlich, was besonders neu war an der DGSP, war, dass sie sozusagen multiprofessionell war. Dass das nicht so ein Verein von Ärzten war, sondern dass alle Berufsgruppen, ja, und später kamen ja dann auch die Psychiatrieerfahrenen hinzu, ja. Dass alle Berufsgruppen da irgendwo beteiligt waren. Das war was völlig Neues, dass die Idee, dass man im Team arbeitet, die Aufwertung der anderen Berufe, das war etwas sehr, sehr Lebendiges. Ja. Was sicher mehr auf mehreren Bereichen. Das eine war natürlich die persönlichen Beziehungen. Ja, dass man, für mich waren viele DGSP-Mitglieder persönlich ganz wichtige Menschen, mit denen ich mich freundschaftlich auseinandergesetzt habe. Ich denke, weiß nicht, habe auch noch Kontakt mit manchen. Maria Rave, die dann später als erste Direktorin einer psychiatrischen Anstalt, sage ich mal so, wurde. Ralf Seidel in Mönchengladbach, Marc Richards, der schon gestorben ist, der dann nach Holland gegangen ist, Manfred Bauer, Nils Pörksen mit seiner Frau Britta, Peter Krukenberg, Asmus Finzen, Erdmann Fendrich, sind sicher noch einige andere, waren mir ganz wichtige Menschen, mit denen ich mich wirklich echt austauschen konnte, wo ich nicht irgendwo Zurückhaltung, Vorsicht irgendwie walten lassen musste. Und sie waren auch immer in eine Unterstützung, wenn man irgendwo in beruflichen Schwierigkeiten geriet. Und dann war für mich ein ganz besonderes Erlebnis, war 1985, da war ich schon Direktor in Kaufbeuren, dass wir in dieser bayerischen Kleinstadt zu einer Zeit, wo Bayern ganz CSU, ist es ja immer noch, aber damals besonders CSU bestimmtes Land war, dass wir da eine Mannheimer Kreistagung organisierten. Und dieses Erleben, das, wovor ich aber große Angst hatte, wie wird das sein, ja, wenn mehrere hundert, ich glaube, weiß nicht, 600 Leute in diese Kleinstadt kommen und drei Tage lang nicht nur in der Anstalt, sondern auch in der ganzen Stadt irgendwo Aktionen machen. Ja. Wie wird die Klinik reagieren? Wie wird der Staat, sozusagen der Träger des Krankenhauses reagieren? Und das war unglaublich eine für mich bewegendste Tagung, die dann wirklich die Atmosphäre im Krankenhaus später ganz stark bestimmt hat, die auch dazu führte, dass ganz viele Leute plötzlich Interesse hatten, auch für uns zu arbeiten. Und das Spannendste war auch, dass ich glaube, dass diese Mannheimer Kreistagung das Eis gebrochen hat, dass dann wenige Jahre später in Irsee, was ja auch Teil von Kaufbeuren ist, ja, der Bundesverband der Psychiatrieerfahrenen sich gegründet hat. Es gab eine eindrucksvolle Veranstaltung innerhalb dieser Mannheimer Kreistagung. Üblicherweise gab es immer ein Fest, ja, am Abend. Und an diesem Fest haben dann verschiedene Leute irgendwie so vorgetragen, gesungen, was gespielt. Und eines der Punkte war, dass eine Frau einen Bauchtanz
vorgeführt hat. Das war eine gar nicht mehr so jüngere Frau, die auch nicht irgendwie so perfekt aussah, wie man das bei Bauchtänzen üblich sah. Und wir waren alle so ein bisschen verunsichert über diese Performance. Und am Ende sagte sie, nachdem ihr Auftritt vorbei war, sagte sie da ins Mikrofon, sie werden sich sicher gewundert haben, dass so eine Frau wie ich es wagt, vor ihnen einen Bauchtanz zu zeigen. Aber sie müssen wissen, dass dieser Bauchtanz das Ergebnis ist von 20 Jahren Neuroleptika-Einnahme, die Bewegung einschränkt, die einen dick macht, die einen unförmig macht, die einen langsam macht. Ja. Und was Sie hier sehen, ist das, was Sie tagtäglich machen. Hunderte von Leuten waren dort, das war unglaublich bewegend. Ja. Und ich glaube, dass diese Performance mit ein Grund war, dass viele von uns erkannt haben, wie extrem wichtig es ist, die Seite der Erfahrenen mit einzubeziehen. Für mich war das wenigstens so. Ich hatte am Anfang natürlich in Kaufbeuren, wie wird man reagieren? Ich habe mich sogar gewundert, warum haben Sie mich ernannt oder mich ausgewählt als Direktor, wissend, dass ich auch Mitglied der GSP war. Aber ich glaube, es war dann damals in der Bevölkerung, selbst in dem konservativen Bayern, schon ein Bewusstsein, dass diese alte Psychiatrie nicht mehr wirklich sinnvoll ist. Ja. Es war ein Bedürfnis nach Wechsel, den die offizielle Psychiatrie in den 80er Jahren noch gar nicht so richtig wahrhaben wollte. Ja. Da war die Bevölkerung selbst in Bayern weiter. Sie sprechen jetzt ja das Großkrankenhaus an. Das ist ein Konflikt, den ich mit der DGSB hatte, oder Konflikt ist überhaupt übertrieben, vielleicht, das hat mich etwas enttäuscht von der DGSB. Am Anfang war ja eine große Auseinandersetzung fand statt über die Sinnvolligkeit der Großkrankenhäuser. Ja. Ich kam aus England. Und dort war ja die Lösung schon gefunden worden. Man hat ja gesagt, man schließt alle Großkrankenhäuser und öffnet psychiatrische Abteilungen in jedem allgemeinen Krankenhaus. Das war der englische Weg, und dann ist auch die meiste Welt ist dem auch gefolgt. Aber in Deutschland, die Enquete, auf die DGSP ja wenig Einfluss nehmen konnte, die Enquete hat sich für die Beibehaltung der Großkrankenhäuser entschieden. Es gab dann in der DGSP am Anfang einen großen Kritik daran. Es gab ja sogar einen Auflösungsbeschluss, ich glaube so Ende der 70er oder Anfang der 80er Jahre. Gab es eine Demonstration in Bonn. Man wollte dieses englische Modell auch hier in Deutschland haben. Aber in dem Rahmen, in dem jetzt DGSP-Mitglieder Direktoren von Anstalten, von Großkrankenhäusern wurden, diese Forderung verlor immer mehr an Bedeutung. Wir haben in Kaufbeuren, und das war so ein Schwerpunkt meiner Arbeit, meine Idee war tatsächlich, das Krankenhaus aufzulösen. Und in allen regionalen, wir sind ja hier auf dem ländlichen Bereich mit vielen kleinen regionalen Krankenhäusern, dass in den Regionen, in den allgemeinen Krankenhäusern Abteilungen eingerichtet werden. Und das haben wir auch fast geschafft. Ja, wir haben in 5 regionalen Krankenhäusern Abteilungen eingerichtet, und das war auch so unser Merkmal nach draußen. Wir wollen eine Abteilungspsychiatrie. Und diesem ist die DGSP nicht mehr richtig gefolgt. Ja, also man hat doch ganz viele der GSP-Mitglieder sind dann als Direktoren von Anstalten, haben sie natürlich alle versucht, sie zu verbessern. Ja. Sind auch alle, die viele wirklich so Vorzeigemodelle der Psychiatriereform fanden dort statt, wo die GSP-Mitglieder waren. Aber die Idee, dass tatsächlich das Großkrankenhaus kein guter Ort ist, in dem man
eine gute Psychiatrie machen kann, das ist so ein bisschen verloren gegangen, aus meiner Sicht. Ja, also ich glaube, dass die DGSP viel erreicht hat. Ich glaube, dass die, wenn man die Versorgungslandschaft betrachtet, ja, die Organisation der psychiatrischen Hilfen, da hat die DGSP eigentlich nicht grundsätzlich irgendwie Neues gebracht. Ja, also dass sie hat da, wo sie es durchgesetzt hat, wo DGSP-Mitglieder waren, ist es vielleicht besonders gut gelungen. Aber im Grunde genommen ist unser System, orientiert sich immer noch ganz stark nach den Forderungen der Enquete. Ja. Aber wo die DGSP, glaube ich, ganz Großes geleistet hat, das ist in der Haltung. Ja. Dass die DGSP eine Haltung vermittelt hat, die wirklich von vornherein versucht hat, ja, dass wir alle lernen, auf Augenhöhe mit den Patienten mit den Patienten zu kommunizieren, wo wir uns immer noch schwer tun, uns immer noch Schwierigkeiten gibt. Die DGSP war zum Beispiel führend in der Forderung, dass die Angehörigen, ja, mit einbezogen werden in die Behandlung. Die ersten Veröffentlichungen über Angehörigen psychisch Kranker und ihre Bedeutung und Umgang mit Angehörigen sind alles von DGSP-Mitgliedern gemacht worden. Ich glaube auch, dass die DGSP einiges dazu beigetragen hat, dass die Selbsthilfebewegung in Gang gekommen ist. Wie ich sagte, die ist ja in Irsee, haben sie sich organisiert und es waren auch etliche DGSP-Mitglieder waren bei dieser Veranstaltung dabei und bei der Gründung irgendwo haben sie dann mit diskutieren dürfen. Die dritte, was auch mit der Haltung zusammenhängt, ist die Idee des Trialogs. Ja. Die Idee, halt wirklich die Bedürfnisse der Angehörigen und der Betroffenen in den Vordergrund zu stellen. Ja. Mit dem Begriff Recovery, auch das ist ein Begriff, den die DGSP in die deutsche Psychiatrie eingeführt hat, ja, wird das besonders deutlich, dass wir Psychiater oft an den Bedürfnissen vorbeigehandelt haben und unsere Vorstellungen dem Patienten aufoktroyiert haben und nicht zugehört haben, was die Patienten wollen. Menschenrechte und Psychiatrie, finde ich, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der in der DGSP immer diskutiert wurde und in der offiziellen Psychiatrie immer irgendwer unter den Tisch gekehrt wurde. Aber da ist auch eine gewisse Kritik, die ich heute machen würde, ist, dass in der heutigen Diskussion um Menschenrechte in der Psychiatrie es in der DGSP, finde ich, leiser geworden ist. Die fragten ja, was hat die DGSP beigetragen zur Reform der Psychiatrie? Das eine ist natürlich die Idee des Teams, der Multiprofessionalität. Das war ja immer ein zentrales Anliegen der Psychiatrie und ich glaube, das hat sich auch, obwohl da immer noch vieles zu verändern wäre, das hat ein Großes an Verbesserung gebracht. Und etwas Kritisches, was mir leid tut, ist, dass die DGSP, dass wir es nicht geschafft haben, uns international oder europäisch zu vernetzen. Also Ex-In ist natürlich auch etwas, was von der DGSP ist ja in Europa, nicht in Deutschland, sondern ist ja anderswo entstanden, aber was auch durch die DGSP ein bisschen mit unterstützt nach Deutschland gekommen ist. Also ich finde, dieses Modell, Sie sprechen jetzt an, überhaupt die Beziehungsgestaltung mit Menschen mit Psychosen, ja, ist ja extrem wichtig und da lernen wir, da gibt es mittlerweile sehr interessante Modelle aus England, aus Finnland und so, dass wir ganz anders psychotherapeutisch vorgehen müssen. Mhm. Und dass man gemeinsam erarbeiten muss, ja, wie ich psychotische Symptome für mich selbst in meinem Lebenskontext interpretiere. Also das gemeinsame Erarbeiten
von welche Bedeutung Erlebnisse haben können, die man missverstehen kann. Aber das sind, glaube ich, neue Formen der Psychotherapie. Und es hat sich jetzt ja auch, das ist erfreulich, dass jetzt ja auch die Krankenkassen bereit sind, Psychotherapie bei Patienten mit langfristigen, schwierigeren psychischen Erkrankungen zu bezahlen, was ja vorher gar nicht möglich war. Also ich habe das Gefühl, dass gerade zur Zeit auch in der etablierten Psychiatrie, sicher auch durch Einfluss der kritischen Gruppierungen, der Selbsthilfebewegung, der DGSP, der Angehörigenbewegung, doch irgendwo jetzt Gespräche miteinander entstehen und Haltungen sich allgemein ändern. Aber ich bin immer noch sehr skeptisch über vieles, was in der Psychiatrie passiert, über die Menschenrechtssituation, und insbesondere, und das ist, was ich jetzt für mich ganz im Vordergrund immer darüber nachdenke, ist, dass die UN-Behindertenrechtskonvention, die ja 2008 von der Bundesregierung verabschiedet wurde, dass wir die noch nicht richtig verstanden haben. Also ich meine, man könnte sie auch so dahingehend verstehen, dass, was nicht wortwörtlich drinsteht, aber die Zielrichtung könnte doch sein, dass wir die Idee überhaupt das Konzept der Behinderung aufgeben. Dass wir aufhören zu denken, dass Behinderung Ausdruck eines Defizits ist. Den behinderten Menschen fehlt etwas, sondern dass der Mensch mit einer Behinderung einfach nur Ausdruck der Vielfalt des Menschen ist. Ja. Und das würde ja, wenn man es weiterdenkt, wenn man es ganz weit denkt, würde man sagen, wir geben die Idee der Behinderung auf, wir geben vielleicht die Idee sogar der psychischen Krankheit auf. Ja. Das ist wahnsinnig schwer zu denken von den Konsequenzen her. Natürlich gibt es Menschen, die Hilfe brauchen. Viele von uns, jeder von uns braucht mal Hilfe. Ja. Ich möchte der DGSP gratulieren, jetzt zu diesem Jubiläum, und hoffen, dass sie noch viele Jahre und Jahrzehnte weiter Einfluss nimmt auf die Psychiatrie. Ich möchte ihr auf den Weg mitgeben, dass wir uns doch jetzt wie sehr stark europäisch vernetzen müssen, und dass ich hoffe, dass viele junge Leute in die DGSP eintreten und sich für die Psychiatrie interessieren, was im Augenblick gar nicht so leicht ist. Ja. Alles Gute, DGSP.